Was geht ab, Freunde? Servus und herzlich willkommen zum heutigen Video. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Mein Name ist Bentastic. Herzlich willkommen zur nächsten Folge mit dem SV Waldhof Mannheim. Die Champions League geht weiter. In der letzten Folge haben wir Arsenal London geschlagen. Wir haben die ersten drei Spiele in der Gruppenphase auf jeden Fall gewonnen. Bundesliga sind wir gut dabei. DFB-Pokal ist immer noch drin, da werde ich auf jeden Fall gleich noch dazu kommen, weil ihr habt ja abgestimmt, welches Spiel wir als nächstes zocken. Ein paar Dinge sind sonst noch passiert, aber mehr dazu, wie gesagt, gleich im Video. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da lassen, Kommentar schreiben, Abo-Button klicken, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Gerade die neuen Leute, meldet euch in diesem Sinne. Viel Spaß mit dem Video, jetzt geht's los. Bis dann, Freunde, ciao, ciao. Ja, willkommen zurück in der Mannheim-Folge und ich muss wirklich gestehen, dass ich von euch etwas überrascht bin, muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ihr unbedingt das Spiel gegen Olympique Lyon sehen wollt, ne? Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ihr habt abgestimmt und ich muss sagen, ihr wollt tatsächlich das DFB-Pokalspiel gegen Mainz 05 haben. Ihr werdet das auch definitiv bekommen. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass das eine Paarung ist, vor der ich echt ziemlich Angst habe, ne? Weil ich nicht weiß, wie die Computer-KI von FIFA reagieren wird. Es könnte nämlich jetzt gut möglich sein, dass gerade so Spiele gegen Mainz 05 echt die Hölle werden können für mich. Das kann gut möglich sein, man weiß es nicht. Aber wir starten jetzt erstmal weiter in die Karriere rein und ihr seht ja, Leute, wenn ich mir diese Mannschaft hier angucke, wir haben es ja in der letzten Folge gesehen, Mbappé, Havertz, Jesus, Rodrigo, Alex Arnold, also das ist eine Mannschaft, mit der können wir mal über einen Champions League Sieg diskutieren, definitiv. Aber es gibt gleichzeitig noch andere Dinge zu tun, wie zum Beispiel der 9. Spieltag der Bundesliga. Waldhof Mannheim zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und es ist ein 2-0 von Gabriel Jesus. So, und da stehen sie auch schon vor der Tür, die Mainzer. Wenn man sich mal übrigens die zweite DFB-Pokalrunde anguckt, das sind schon ganz, ganz geile Partien dabei, ne? Köln muss nach Chemnitz. Dann haben wir Bayern, die müssen nach Bochum. Dann habe ich noch gesehen, Nürnberg spielt gegen Schalke. Auch das ist interessant. Ah ja, genau. Und der KSC spielt gegen der HSV. Da war doch mal was. Vor dem Pokalspiel gegen Mainz 05 gibt es noch eine Pressekonferenz. Glauben Sie, Mainz 05 könnte die nächste Runde erreichen? Gewinnt Ihr Rivale das Spiel? Es wird ein schweres Spiel, ja, wird es tatsächlich. Hat die Moral des Gegners gelitten? Vor uns muss jeder Angst haben. Zuletzt haben sie tolle Leistung gezeigt. Kann das so weitergehen? Wir müssen uns konzentrieren. Vielen, vielen Dank. So, und da haben wir es doch. Mainz 05 gegen Waldhof Mannheim. 4 Minuten Legende in der Opel Arena. Schauen wir einfach mal, wie es wird. Aber ich meine, ich muss ja ehrlich bleiben. Wie gesagt, ich habe vor solchen Spielen echt Respekt, weil ich überhaupt nicht vorhersehen kann, wie das jetzt gleich losgehen wird. Aber natürlich wäre das Triple schon geil. Ist eine geile Choreo von Mainz her. Geile Choreo. Geile Choreo, wirklich. Bei Mainz 05 spielt David Alaba mit? Okay. Natürlich wollen wir das Triple, ist ja gar keine Frage. Also daher, auch den Gegner hier müssen wir schlagen. Auf geht's gegen Mainz 05, zweite Runde. Oh, Renan Lodi, ist der schnell. Renan Lodi, ist der schnell. Du meine Güte. Ich darf natürlich den Gegner nicht unterschätzen, ganz, ganz klar. Auch wenn ich hier vielleicht die beste Mannschaft der Welt habe, aber trotz allem, guckt euch das an hier, Wallace. Ich kann jetzt einen Konter machen hier über Alexander Arnold. Alex Arnold. Havertz. Na, das war Mbappé, das war jetzt erstmal nix. Oh, 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 oh. So, das könnte jetzt mal ein gescheiter Spielzug werden hier. Oh, und Havertz. Ah, schade. Erster Schussversuch, 29. Minute. Diaz. Jacquere. Havertz. Havertz. Ui, 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 ui. Schöner angeschnittenes Ding. Zweiter Versuch, Jacquere. Eder Militao. Ah, das war nix. Oh, Mbappé ganz, ganz eiskalt. Und Jesus eiskalt. Eiskalt. Ab geht's in die Fankurve. Ab geht's in die Fankurve. Den Fehler von Mainz ausgenutzt. Ab geht's in die Fankurve. Gabriel Jesus. 1-0 Waldhof.
Das war ganz, ganz schwach. Da haben die sich locker den Ball abnehmen lassen. Mbappé ist sofort da und Jesus in der Mitte. Ganz, ganz leicht reingeschmirkelt das Ding. Ja, und von so Fehlern profitiert man natürlich. Ist ja ganz, ganz klar. So läuft doch hier. Also, 1-0 für uns. Ja, Mainz versucht immer wieder nach vorne zu spielen, aber man merkt halt, dass die Qualität meiner Mannschaft inzwischen so unglaublich hoch ist. Guckt euch diese Pässe an. Rodrigo. Oh, schade. So, und da ist auch schon Halbzeit. 1-0 Halbzeitführung. Man muss sagen, wie gesagt, Mainz versucht halt nach vorne zu spielen. Aber da war bisher noch echt wenig drin, weil man merkt halt wirklich, dass meine Mannschaft total überpowered ist. Das merkt man auch. Aber nichtsdestotrotz, nichts unterschätzen hier. Wir wissen, wie das laufen kann. Wir haben es in der Halle-Karriere schon ein paar Mal gesehen. Wir machen weiter, Freunde. Zweite Halbzeit. Oh, schön. Schön. Und Havertz. Oh, schade. Jacquere. Jesus. Ah, war nix. Achtung, Eduard. Nakashima. Und der steht im Abseits. Oh, wieder über außen. Diaby. Flanke. Nee, Mainz find. Ich finde, die Szene beschreibt absolut, wie das Spiel für Mainz läuft, ne? Also das ist. Dass es natürlich ein anderes Spiel wird wie gegen Arsenal jetzt, ist ja völlig klar. Oh, Achtung. Achtung, Mainz kommt. Aber so nicht. Ja, den kriegt er tatsächlich noch. Nee, das ist nix. Das ist gar nichts für Martinez. Das ist gar keine Prüfung. Orsolini. Ja, der ist weg. Der ist weg. Keine Gefahr. Alles okay. Oh, da ist Jesus. Da ist Gabriel Jesus. Na, schade. Fast nochmal der Schuss aufs Tor. Rodrigo mit der Ecke. Ah, Mbappé fast noch mit dem 2-0. Fast. So, das war's. Jawohl, und da ist der Abpfiff. Ganz, ganz sicheres 1-0 gegen Mainz 05. War auch nicht gefährdet, also war alles wirklich nach Plan. Alles super gelaufen. Wir sind in der dritten Runde, Freunde. Mission erfüllt. Ja, und man sieht, glaube ich, hier auch an der Spielinfo. Also das war absolut niemals gefährdet, dieser Sieg. Also daher, alles gut gelaufen. Und ich bin mal gespannt, gegen wen wir in der nächsten Runde müssen. Die Pressekonferenz bzw. das Interview nach dem Sieg gegen Mainz. Können Sie den DFB-Pokaltitel holen? Die Frage kommt zu früh, ja. Rodrigo ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Er hat alle Lobeshymnen erfüllt. Sie konnten den Sieg heute schon vor der Pause klar machen. Sind Sie zufrieden mit dem Spielgeschehen im zweiten Durchgang? Wir hätten das Spiel entscheiden müssen. Ich konzentriere mich auf nichts. Wir waren das bessere Team, ja, doch. Bitteschön. So, dann geht's weiter. Wir haben ein Preisgeld von 332.000 fürs Erreichen der nächsten Runde. Die Scouting-Updates stehen an und leider muss ich in Österreich sagen, dass da leider keiner dabei ist, der mich da irgendwie groß interessiert. Auch in der Schweiz ist es leider nicht so dolle, wie das hier aussieht. Dafür gibt es aber in Deutschland mit Ben Wagner und mit Torben Schneider zwei, die mich vom Rating her ordentlich interessieren. Also daher, die zwei werde ich mir definitiv mal mitnehmen. So, und ich habe meine kompletten Jugendspieler rausgeschmissen, weil ich das hier nicht auf mir sitzen lassen wollte. Ben Wagner, 65er Rating, 1,1 Millionen der Freund. Das beste Scouting-Update, was ich in der kompletten Karriere je gemacht habe. Torben Schneider, leider nur 60er Rating, das heißt, der kann eigentlich auch wieder weg. Aber Ben Wagner, der wird definitiv sofort in die Mannschaft übernommen. Er ist 18 Jahre alt, zeigt großes Potenzial und der ist bei uns bestens aufgehoben, also definitiv. Spieltag Nummer 10 in der ersten Bundesliga und zwar daheim, Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Und das ist ein 3-1-Sieg, Jacquere mit dem Doppelpack und einmal Kylian Mbappé. Und mal wieder ist der Vorstand das allergrößte Thema. Beginn der Saison hatten wir besprochen, dass das finanzielle Wachstum des Vereins ein wichtiges Ziel ist. Liebe Herrschaften, wir haben 236 Millionen Profit. Was wollt ihr? So, und ich dachte mir einfach so mal spontan, wir könnten ja mit dem Ben Wagner
mal so ein kleines Projekt starten, noch so nebenbei. Mal gucken, wie hoch wir den pushen können. Es geht weiter. Olympique Lyon kommt nach Mannheim. Und das bedeutet, es gibt eine Pressekonferenz vor dem Spiel. Gewinnen Sie erneut gegen Olympique Lyon? Vielleicht haben Sie aus Ihren Fehlern gelernt. Beeinflusst der jüngste Sieg die Moral der Gegner? Die Zahlenspielchen sind mir egal, ganz, ganz klar. Zuletzt haben Sie tolle Leistung gezeigt. Können Sie das wiederholen? Wir müssen uns konzentrieren. Bitteschön, bitteschön. So, und wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir eigentlich schon safe im Achtelfinale. Dann geht es eigentlich nur noch um den Gruppensieg. Heimspiel gegen Olympique Lyon. Und das ist ein 3-0. Und damit schauen wir uns die Tabelle an. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon durch. Also Arsenal zwar 3 Punkte hinter uns, aber dadurch, dass Lyon 3 Punkte hat, sind wir schon durch, definitiv. Es geht eigentlich nur noch um den Gruppensieg und der wird sich gleich herausstellen. Ben Wagner, es ist fantastisch, dass Sie mich so oft einsetzen. Danke für die Chance. Ich bin stolz auf dich, Junge. Ich bin stolz auf dich. So, Spieltag 11. Auswärtsspiel bei Hannover 96. Und das ist ein 5-0. Oh, aua. Oh, das tut weh. Oh, Emerson meldet sich mal wieder. Danke fürs Zuhören und für die Spielzeit. Ich bin jetzt viel glücklicher. Bleib auf dem Teppich, Junge. Und das ist jetzt natürlich ein Problem. Ruben Dias fällt für 6 Wochen aus. Au, das ist ein Problem. Und ich habe tatsächlich ein Problem, das irgendwie zu kompensieren, weil die komplette Innenverteidigung kein Innenverteidiger spielen kann. Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte Alexander Arnold in die Mitte ziehen erstmal. Und könnte Emerson, der ja sowieso mehr Spielzeit möchte, den könnte ich mal hier reinbringen. So könnte man das mal kompensieren fürs Erste. Alex Arnold als Innenverteidiger, der kann das. Da bin ich mir sicher, der kann das. Ja, und als würde es nicht schon beschissen laufen mit meiner Innenverteidigung, guck mal, wer da als Gegner kommt. Natürlich, alle Saisons wieder der FC Bayern. Die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern, schaffen Sie bis zum Saisonende noch die Wende? Versuchen müssen wir es. Ja, sicher. Könnte der FC Bayern München gewinnen? Möglich ist alles. Wird der FC Bayern München hart spielen? Wir sind bestens vorbereitet. Es wird ein schweres Spiel. Das gehen wir an. Natürlich, liebste Chapeau. So, Platz 1 gegen Platz 2. Waldhof Mannheim gegen den FC Bayern mit Alexander Arnold in der Innenverteidigung. Und das ist ein 3-1 gegen den FC Bayern. Bayern auf Wiedersehen. Aber Freunde, ohne Spaß, guckt euch mal die Mannschaft von den Bayern an. Donnarumma, Milinkovic-Savic, Robertson, Kimmich, Rashford. Ach du Kanté auf der Bank. Was? So, Ben Wagner hat übrigens schon das 66er Rating erreicht, by the way. Und es ist irgendwie heute ein Video voller Pressekonferenzen. Auch jetzt vor Lokomotive Moskau gibt es wieder eine. Kann der SV Waldhof Mannheim erneut gewinnen? Wer einmal gewinnt, kann auch zweimal gewinnen. Unterschätzen ihre Spieler den nächsten Gegner? Man darf keinen Gegner unterschätzen. Meine Jungs spielen trotzdem großartig. Ja. Zuletzt haben sie tolle Leistung gezeigt. Kann das so weitergehen? Wir müssen uns konzentrieren. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Kein Problem. So, das 5. Spiel in der Champions League. Das 5. Gruppenspiel. Waldhof Mannheim gegen Lokomotive Moskau. Und auch das ist ein 3-0. Matheus Cunha hat getroffen. Okay. Interessant, Diaby und Rodrigo machen den Dreierpack klar. So, und das bedeutet jetzt schon gleichzeitig ganz, ganz wichtig, dass wir auf Platz 1 stehen vor dem FC Arsenal, vor Olympique Lyon. Olympique Lyon damit raus und damit sind wir definitiv im Achtelfinale. Bin mal gespannt, wen wir da als Gegner kriegen werden. Ich weiß es wirklich noch nicht. So, und damit würde ich sagen, machen wir Schluss hier in der Folge. Dadurch, dass das Achtelfinale noch ein bisschen dauert, werde ich auf jeden Fall das DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf zocken. Arsenal werden wir simulieren, weil wir sind ja Erste, es geht ja um nichts mehr. Also Freunde, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Dann gibt es das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Macht's gut, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao, Freunde. I feel like I'm starving, I gotta eat.